Okay, ich muss jetzt hier mal eine ganz kurze Unterbrechung machen. Ich bin gleich wieder da. So, ich bin wieder da. Ich musste hier nur schnell mal ein bisschen was machen. Zum einen musste ich das Licht anschalten, weil es mittlerweile wieder 4 Uhr ist und ja, Anfang Januar, bis die Folge hier rauskommt, ist es wahrscheinlich bestimmt schon März oder April. Aber egal. Ich schaue dann mal nach meinem Ei. Ah, ein Burmi. Okay. Ein männliches Burmi. Werde ich zwar höchstwahrscheinlich ihn nie mitnehmen, aber wie nenne ich denn das? Burmi, Burmi, Burmi. Ich bediene mich jetzt immer mal random von Yukis Skype-Gruppe. Wen geben wir den denn? Ach. Ich weiß schon. Das ist der Nico. Okay. Ich würde hier erstmal gerne ein bisschen was lagern. Ups. Sortierknopf, der war das. So. Appellorb. Ein Top-Elixier, das ich dabei habe. Dann schauen wir mal, was wir in den ganzen Boxen drin haben. Genurockbrocks, okay, das ist jetzt nicht so mega gut, brauche ich nicht wirklich. Endlila-Gummi, das ist dafür umso besser. Knuttare, das ist für Knuddeluff. Sumpfkarte, die ist für Sumpex. Und die Elekid-Karte, die hatte ich doch, glaube ich, schon. Zwei Belebersamen hat er, aber keine Gummis. Oh Moment, mit die Orbs sind hinten, ne? Habe ich noch. Ja, ich habe noch mehr Star, aber dann habe ich ja vorhin einen verbraucht, den würde ich jetzt gerne mitnehmen. Ist Dictry eigentlich wieder da? Ne, heute ist er gar nicht da. Dann ist hier erstmal alles erledigt. Ich habe wieder ein paar Gummis.
Extra IQ. Und immer noch keine neue IQ-Fähigkeit. Noch mehr IQ. Komm schon, gib mir noch einmal mal wieder die IQ-Fähigkeit. Oh, schon wieder extra IQ. Gummis habe ich gerade nicht, oder? Oh doch, den lila Gummi habe ich noch. Und schon wieder eine extra IQ. Aber schon wieder nix. Wie hoch ist mein IQ eigentlich gerade? Immer noch bei 1,5 Sternen. Moment, ich wollte ja erstmal kurz zu Bliebunkel schauen, ob der wieder was Schönes für mich hat. Oh, das geht's gleich weiter. Okay. Wie ich sehe, sind jetzt alle da. Eine Sache vorweg, das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Reptile taucht überall auf, wo sich ein Zahnrad der Zeit befindet. Aber wo befinden sich alle? Das ist die Frage, aber wir haben keine Antwort darauf. Deshalb vertrauen wir auf den Einfachsreichtum des großen Zwirfins. Gemeinsam haben wir mehrere Orte identifiziert, an denen sich ein Zahnrad derzeit befinden könnte. Wir wollen, dass ihr euch in die Gruppen aufteilt und diese potenziellen Standorte erkundet. Als erstes Krakelo und Krebskops. Ihr übernehmt die östlichen Wälder. Es ist natürlich der riesige Wald ganz im Osten. Alles klar. Hey, hey, wir werden unser Bestes geben. Als nächstes Bilica, Diktri und Solvlora. Ihr untersucht die Kristallhöhle. Jawohl, ja, das werden wir. Verstanden. Auweia, ich werde mich anstrengen. Das letzte ist Kilian und Fliegi. Ihr übernehmt die Nordwüste. Die Nordwüste? Richtig. Schlagt eure Wunderkarte auf. Okay. Seht ihr? Dieses Gebiet. Das Gebiet ist auf der Karte von Wolken verdeckt, aber die trockene Zone beginnt in dieser Gegend. Darum wird vermutet, dass an diesem Punkt eine riesige Wüste beginnt. Wir vermuten, dass tief in der Wüste ein Zahnrad der Zeit versteckt ist. Nun sollt ihr eure Erkundungen anstellen. Okay, verstanden. Und was ist mit mir? Dicta wird in der Gilde bleiben. Wir können die Gilde nicht unbeaufsichtigt lassen. Liebe Onkel und ich bleiben auch hier. Unsere Arbeit ist auch wichtig. Sehen wir zu, dass wir unseren Job so gut wie immer machen. Ja. Und nun, lass uns die Zahnräder der Zeit suchen, Pokémon. Luffy! Hurra! Die Nordwüste ist nicht nur sehr weitläufig und tief, sondern wird auch von verheerenden Sandstürmen heimgesucht. Seid bitte vorsichtig. Sind wir, danke. Kilian, lass uns unser Bestes geben. So, ich wollte jetzt erstmal zu Gliebunkel. So. Schauen wir doch mal, ob der wieder irgendwas hat. Das ist für Hubbelup, Fingul, was ist denn das? Zickzacks. Und Illumise. Das ist doch höchstwahrscheinlich für Hubbelup, oder? Ja. Du hast heute nix. So, ich wollte noch ein paar Sachen bei Kangama ablegen. Ja, Fio nehme ich, glaube ich, wieder mit. Destiny kann ich hier auch im Team lassen. Das ist ein Dungeon voller Boden-Pokémon. Der kann sich da drin schön austoben. Ich brauche nur zwei Belebersamen jetzt.
brauche keinen Plosivsamen. Heilsamen reicht mir auch eins, wenn ich von den ganzen Bären jeweils einen dabei habe. Tabelixier reicht eins. Chaosorb und Verstärkstab lasse ich mal da. Für den Fall der Fälle, dass ich in Monsterräume gerate. Dürfen wir jetzt auch wenigstens gleich den nächsten Dungeon machen. Fiu, du darfst wieder mit. So. Die Nordwüste. Die Nordwüste liegt in dieser Richtung. Wenn es hier wirklich ein Zahnrad der Zeit gibt, dann taucht Trapdane mit Sicherheit hier auf. Geben wir unser Bestes und suchen dieses Zahnrad der Zeit. Ich habe Durchbruch noch fixiert, das ist gut. Nur Fio ein bisschen erholen lassen, gerade noch. Ups, das wollte ich wollte hier. Man die immer mal alle auf die Wunderfelder kriegt. Das ist Slime-Kost. Na gut. Ja, das war's. Ein Stolunior. Au. Knochenkeule ist nicht sonderlich nett. Natürlich ein Giftstachel und ich bin vergiftet. Ach komm, hier. Kann ich jetzt auch mal wieder treffen? Das wäre ganz nett. Doch gleich mal Fio wieder. Ich habe keine Persivbeere dabei, natürlich. Na dann einmal hoffen, dass ich die Treppe bald finde. Oh nein, nicht die Nadelrakete. Natürlich renne ich in die Sackgasse. Und bis da haben wir ein Level Up für Destiny. Ach komm. Bevor mich das jetzt dahin rafft.
nehmen wir doch das Heilsamen. Noch ein bisschen Heilung. Sie erreicht Level 16 und kriegt Kopfnuss. Das ist doch schön. So. Natürlich. Gar nichts. Moment, da liegt noch Geld. Geld muss mitgenommen werden. Ist noch nicht so wie in meinem Gates to Infinity Spielstand, auf dem ich das Geld schon teilweise liegen lassen kann. Weil ich es einfach nicht mehr brauche. Oh, ich habe keine. Level 26, ich krieg endlich eine neue Attacke. Ja, okay, jetzt können wir sie wegtun. Doppelteam weg. Und dafür Donnerblitz. Ach ja, wie ich Sandsturm liebe. Kann ich die Treppe eigentlich nie so schnell finden, wenn es mal Sandsturm hat. Auf jeden Fall schöne Farbe hier in diesem Dungeon wieder. Jetzt musste ich niesen. Gerade noch rechtzeitig das Mikro gemutet. Ich fixiere jetzt einmal wieder meinen Donnerschock. Oh, wir haben ein Sandern, das ins Team will. Gott, das ist wieder ein Weibchen. Das geht jetzt an eine Klassenkameradin von mir. Hallo,
Hallo Julia, für den Fall, dass du das irgendwann mal siehst. Du bist jetzt ein Sandan. Diesen Sandschleier von diesen Sandern einfach liebe. Das ist glaube ich schon die fünfte hintereinander, die daneben gegangen ist, oder? Sechs? Ja. Wenigstens das funktioniert mal. Wie hoch ist meine Trefferquote? 2%? Schon wieder so einer. Fliege, mach du das mal. Ich treffe die Viecher nicht. Ebene ohne Sandsturm wäre mal wieder was Nettes. Ja. Schwindelig vor Hunger. Ich glaube, ich habe noch Äpfel da. Bei. Ups. Stimmt, ich hatte den Donnerschock fixiert. Aber jetzt gedanklich auf dem Ruckzuck-Hieb. Regenerieren, was jetzt nicht mehr geht. Komm. Mach mal halt so. Dass da irgendwas jetzt sinkt, ist mir auch egal. Wenn man direkt auf der Treppe steht, kann man schon mal eine Slimekost essen. Ja. So, wenn es immer laufen würde. Direkt auf der Treppe spawnen.